Process Mining ist ein ziemliches Hype-Thema. Es verspricht ja unglaubliche Prozessverbesserungsmöglichkeiten. Die Optimierungspotenziale sind nahezu unerschöpflich, wenn man nur seinen Datenschatz hebt. Allerdings sind die Hürden relativ hoch, um es in kleinen Unternehmen erfolgreich einzusetzen. Was Process Mining genau ist und wie man auch mit schmalem Budget auf die Prinzipien von Process Mining in einem kleinen Unternehmen anwenden kann, das zeige ich in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit Optimierung von Unternehmen. In fast allen Unternehmen werden Computer und damit Software zur Unterstützung von betrieblichen Abläufen, also den Prozessen, eingesetzt. Niemand schreibt mehr seine Angebote mit einer mechanischen Schreibmaschine, sondern es gibt in nahezu flächendeckend irgendeine Art von Software, die man dafür entsprechend verwendet. In großen Unternehmen sind das bekannte ERP-Produkte von SAP oder Microsoft. In kleinen Unternehmen kommt vielleicht Lexware, Sage oder ganz kleinen Unternehmen einfach nur MS Word zum Einsatz. Aber es gibt eine Software und einen Computer und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Jede Software hinterlässt nämlich Spuren, zum Beispiel Zeitstempel, wann eine Datei erstellt oder letztmalig geändert wurde. Es gibt Zeitstempel auf Kontoauszügen, es gibt Zeitangaben auf Lieferscheinen oder ähnliches. Es gibt aber auch Hinweise zum Bearbeiter, wie Angaben zum Autor, zum Sachbearbeiter oder wie auch immer es eben entsprechend genannt wird. Und genau diese Datenspuren geht es beim Process Mining. Man versucht, diese Datenspuren über alle Medien hinweg zu verfolgen, um so die tatsächlichen Reihenfolgen der Bearbeitung von Aufgaben herauszufinden. Oder um herauszufinden, ob es Rücksprünge, sogenannte Loops, in den Prozessen gibt. Ein Beispiel für einen solchen Loop wäre: Sie geben bei einem Lieferanten eine Bestellung auf. Der Lieferant meldet sich bei Ihnen und fragt nach, ob die Menge, die Sie bestellt haben, wirklich so gemeint sei, weil ihm das durchaus ungewöhnlich vorkommt. Er ist wohl deutlich größer oder deutlich kleiner, als was Sie sonst üblicherweise bestellen. Sie selbst im Einkauf können das jetzt nicht zweifelsfrei beantworten, weil Sie die Anforderungen ja nur von der Arbeitsvorbereitung selbst übermittelt bekommen haben. Also fragen Sie selbst bei den Kollegen nach, die dann die Bestellmenge nochmals bestätigen. Sie geben es dann an den Lieferanten weiter und erst jetzt, nach diesem Rücksprung, also dieser Rückfrage bei Ihnen im Haus, dem Loop, wird die Erstellung beim Lieferanten bearbeitet. Solche Rücksprünge kommen in fast allen Prozessen tagtäglich vor und kosten wertvolle Arbeitszeit. Sie sind aber, wenn denn überhaupt Prozessmodelle gibt, nicht in den Prozessmodellen enthalten. Man modelliert normalerweise keine Rücksprünge, weil in Prozessmodellen typischerweise der Ablauf ohne alle erdenklichen Ausnahmen und Sonderfälle modelliert wird. Sonst haben Sie Prozessmodelle, die schwer oder nicht mehr lesbar sind. Und auch den Aufwand lohnt sich nicht, für jede erdenkliche Sonderlocke extra das im Prozessmodell entsprechend zu hinterlegen. Der normale Prozessablauf wird also auch gerne als Happy Flow genannt, also der Ablauf ohne Störungen oder Probleme. Die Modelle der Prozesse stimmen also nur grob mit der betrieblichen Realität überein. Beim Process Mining deckt man über solche Datenspuren, solche Rücksprünge und Flaschenhälse viel leichter auf und man kann sie dann auch entsprechend abstellen und bearbeiten. Process Mining hilft also, den tatsächlichen Prozessablauf zu erkennen und vor allem zu verstehen. Process Mining wird auch dazu verwendet, Prozesse überhaupt erst zu identifizieren und erst im Nachgang ein entsprechendes Prozessmodell zu erstellen. Process Mining kann also neben den bekannten Prozessinterviews eine Technik zur Aufnahme von Prozessen sein. Wer sich über die Prozessaufnahme und die verschiedenen Techniken nochmal genauer informieren möchte, für den habe ich hier noch ein Video erstellt, in dem die wichtigsten Techniken und die bekanntesten Stolpersteine ausführlich vorstelle. Schauen Sie doch mal mit rein. Wenn Process Mining so hilfreich ist, warum nutzen es denn eigentlich so wenige Unternehmen? Es ist ganz klar, weil die Hürden dafür relativ hoch sind. Wenn Sie kein integriertes ERP-System wie SAP oder Microsoft Dynamics im Unternehmen einsetzen, was die zentrale Drehscheibe für die Mehrzahl Ihrer Prozesse ist, fällt es außerordentlich schwer, die verschiedenen Datenspuren zusammenzubekommen. Also in diesen großen ERP-Systemen haben Sie auch dann die Mitarbeiterverwaltung zum Beispiel drin, die gesamte Buchhaltung ist drin, den Einkauf haben Sie drin, Ihre Projektabwicklung ist drin. Also alles, was Sie im Unternehmen tun, wird in einem zentralen ERP-Software letztendlich Ende zu Ende unterstützt, damit Sie eben die ganzen Daten nur einmal erfassen müssen. Und damit fällt es auch viel, viel leichter, eben auch an diese Zeitstände, an diese Daten ranzukommen. Jetzt denken Sie mal an die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen. Die haben normalerweise so zwischen einem und 100 Mitarbeiter. Das ist von der Anzahl der Unternehmen die absolut größte Menge in diesem Land. Davon arbeiten aber auch nicht alle am Computer, sondern eben auch in der Produktion oder in der Montage. Und bei einem typischen Handwerksbetrieb sind vielleicht 5 Mitarbeiter im Büro und vielleicht 25 draußen auf der Baustelle beim Kunden.
Die 5 Mitarbeiter im Büro nutzen dann das Telefon und die normalen Microsoft-Pakete wie Outlook, Word, Excel oder ähnliches. Und für Angebote, Lieferscheine und Abrechnungen kommt dann meistens eine Standard-Abrechnungssoftware, wie es zum Beispiel Lexware oder eine branchenspezifische Software zum Einsatz, wie es eben auch für Dachdecker, Glaser oder andere Gewerke einfach mitgibt. Das ist auch alles im Bereich von 20 bis 50 Euro Lizenzkosten pro Monat und User. Verglichen jetzt mit diesen riesigen ERP-Suiten wie SAP und Co. ist das alles low budget und das ist auch wirklich gut so. Keiner von diesen genannten Unternehmen mit 30 Mitarbeitern braucht jetzt eine riesige SAP-Lösung. Aber der Nachteil ist eben auch, dass es eine heterogene Softwarelandschaft gibt, die keine vernünftigen Schnittstellen für ein Process Mining bietet. Wie wollen Sie denn die Zeitstempel zusammenfrickeln? Mal dazu ein ganz typisches Beispiel. Eine Anfrage für eine Dachsanierung kommt per E-Mail zu einem Dachdeckerbetrieb. Die E-Mails sind in diesem Fall verwaltet eben in Outlook. Der Mitarbeiter legt die Stammdaten für die Anfrage 2 Tage später in seiner Dachdeckersoftware an. Es wird ein Vor-Ort-Termin zum Aufmaß per Telefon vereinbart. Termin steht dann im Kalender in Outlook und nach dem Aufmaß wird eben dann auch der Preis für Kupfer und spezielle Dachpannen eben beim Lieferanten per E-Mail nachgefragt. 2 Tage später kommt dann die E-Mail vom Lieferanten und worauf dann der Mitarbeiter eben in der Dachdecker-Software das Angebot legt und als PDF über E-Mail an den Kunden schickt. Der nimmt nach weiteren 5 Tagen das Angebot an und schickt das unterschriebene Angebot, eben den Auftrag, per Post in Papierform an die Dachdeckerei. Das ist so ein ganz normaler Ablauf, wie er da draußen wahrscheinlich täglich tausende Male vorkommt. Und Sie merken schon, Process Mining würde hier das manuelle Zusammentragen von Daten bedeuten, weil es in kleinen Unternehmen überhaupt nicht die Grundlagen für Process Mining vorliegen. Die gibt es schlichtweg nicht. Es gibt Anbieter, die das natürlich auch zusammenbasteln können mit allen möglichen Mittelwarelösungen, aber die sind auch erstmal dann ganz, ganz viel Geld dafür los. Das ist eine relativ teure Geschichte. Und gerade aus Deutschland gibt es da extrem professionelle Anbieter für Process Mining. Aber die lassen sich natürlich auch wirklich gut bezahlen oder sehr gut bezahlen. Die Zielgruppe dieser Anbieter sind große Unternehmen, also konzernartige Unternehmen wie Automobilhersteller, Technikkonzerne und ähnliches. Process Mining Projekte liegen da auch gerne mal im 6-stelligen Euro-Bereich. Also, dass Sie da über 100.000 Euro für so ein Process Mining Projekt mal investieren können, ist jetzt keine Seltenheit. Aber für die Großen lohnt sich das auch, so viel Geld dafür auszugeben, weil die Optimierungspotenziale aufgrund der Größe auch wirklich gigantisch sind. Es lohnt sich also tatsächlich. Mit Process Mining können Sie ja auch zum Beispiel Betrug, beispielsweise in der Buchhaltung, automatisiert aufdecken. Manuell können Sie sowas in einem Großkonzern mit Millionen von Buchungen, naja, nicht völlig vergessen, aber es ist schon außerordentlich schwierig, betrügerisches Verhalten bei dieser Anzahl von Geschäftsvorfällen wirklich dann auch echt aufzudecken. Also Process Mining ist da wirklich extrem hilfreich und lohnt sich, aber die Hürden sind für Kleinunternehmen viel zu hoch. Sie können es auch nicht wirklich für sich einsetzen. Aus Zufall für ein anderes Video bin ich aber auf eine Möglichkeit gestoßen, mit der Process Mining für kleines Budget in kleinen Unternehmen möglich wird. Die Lizenzkosten liegen bei etwa 30 Euro im Monat, so bei ja, pro User ungefähr. Und verglichen mit 6-stelligen Beträgen ist es also auch für kleine Betriebe machbar, sich dem Thema Process Mining wirklich zu nähern. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne mal vorstellen. Sie brauchen zum einen eine Aufgabenverwaltung als Grundlage der Erfassung, was überhaupt alles in Ihrem Büro oder im Unternehmen eigentlich passiert. Da empfehle ich grundsätzlich allen Unternehmen unabhängig vom Process Mining, weil sie einfach ihre Projekte, ihre Prozesse und ihre Workflows besser in den Griff bekommen. Das Tool, was am deutschen Markt mir persönlich am besten gefällt, ist das AWerk. Ich nutze das selbst, es ist datenschutzkonform, es ist einfach zu bedienen und es ist einfach eine feine Sache, als so als Container quasi, um auch alle Aufgaben, die in einem Unternehmen anfallen, die jetzt nicht direkt einem Kundenprojekt zuzuordnen sind, trotzdem mit zu erfassen und nicht zu vergessen. Vorher hatten wir Trello, aber davon sind wir weggegangen und zu AWerk gewechselt. Die ausführliche Story dazu hier sehen Sie in diesem Video. Schauen Sie nochmal mit rein, es lohnt sich, die Hintergründe einfach mit zu kennen, warum wir von Trello weg sind und zu AWerk gewechselt. Starten Sie mit AWerk und bauen Sie Ihre Vorlagen, Workflows für Ihre Bürotätigkeiten auf. Damit stabilisieren Sie Ihre Prozesse bereits enorm und es treten weniger Fehler und Nacharbeiten auf. Also durch diese entsprechend Möglichkeiten mit Aufgaben und Checklisten und so weiter können Sie Vorlagen bauen, dass einfach die Mitarbeiter bestimmte Sachen in der richtigen Reihenfolge abarbeiten und vor allem auch nichts vergessen wird. Und das haben sich vermutlich auch schon am ersten Tag, wo Sie das nutzen, die Nutzung dafür wirklich aktualisiert. Ich zeige Ihnen dazu auch gerne jetzt mal ein Beispiel aus meinem eigenen AWerk.
Wir sind jetzt hier mal im A-Work und zwar im Bereich der Einstellungen. Und bei den Einstellungen gibt es entsprechend einen Reiter, der nennt sich Vorlagen. Da gibt es dann eben alle Vorlagen, die man anlegen kann. Sowohl Projektvorlagen, das sind die oberen hier, da habe ich mir schon eine ganze Reihe selbst angelegt. Es gibt aber auch Aufgabenvorlagen, die Sie dann einfach benutzen könnten, wenn Sie schon ein entsprechendes Projekt angelegt haben. Ich gehe jetzt mal in eine Projektvorlage, nämlich für meine YouTube-Redaktion, wie ich entsprechend die YouTube-Videos alle erstelle. Dann haben wir hier eine Projektbeschreibung, zum Beispiel alle Schritte für ein erfolgreiches YouTube-Video. Man kann dann eben einstellen, dass die erfassten Zeiten auf Ohr berechenbar sein sollen oder nicht. Das ist für mich eine rein interne Projektvorlage. Das heißt natürlich auf aus. Wäre es jetzt ein Kundenprojekt, zum Beispiel für eine Agentur oder für einen Handwerksbetrieb, dann würde ich da die erfassten Zeiten wahrscheinlich auf abrechenbar einstellen. Man kann den entsprechenden Projektstatus festlegen und auch neue hinzufügen, zum Beispiel noch nicht gestartet, sondern nur geplant, läuft, beendet, abgebrochen. Man kann auch entsprechend für die Aufgaben Status hinterlegen, entweder To-Do noch zu erledigen, in Bearbeitung fertig oder ich habe noch einen selbst angelegt, nicht notwendig, wenn ich zum Beispiel Schritte einfach überspringen kann. Kommen wir jetzt in die einzelnen Aufgaben rein, die wir hier entsprechend hinterlegen können. Ich habe Hauptkriterien wie Video planen, Video erstellen, Video schneiden und nachbearbeiten und darin gibt es dann die einzelnen Aufgaben. Ich klicke es hier drauf und dann kann man die entsprechend anlegen, eine Beschreibung hinterlegen zum Beispiel. Man kann einen geplanten Aufwand hinterlegen, in diesem Fall wäre es eine Minute, um einfach nur die Stammdaten für das Projekt zu hinterlegen. Und ich kann eine Tätigkeit hinterlegen, was ist denn das eigentlich zum Beispiel zu der großen Aufgabentätigkeit YouTube-Videos erstellen. Umfangreiche, und da sieht man auch dann schon die Stärke von solchen Aufgabenvorlagen, wäre zum Beispiel jetzt hier beim Video-Grobschnitt. Da sieht man jetzt eben schon, man kann auch Abhängigkeiten handeln. Also erst wenn quasi mein Quick-Check, ob die Aufnahme selber schon gut funktioniert hat, erfolgreich war, dann startet eben diese Aufgabe von selbst. Und da habe ich dann eben meine Checkliste, Premiere Pro öffnen, das ist mein Videoschnittprogramm und die ganzen einzelnen Schritte, die man eben macht. Gerade für Anfänger ist sowas sehr hilfreich, da kann man sich durchhangeln, Schritt für Schritt, was eben zu tun ist. Wenn man selbst schon routiniert ist, dann ist es eigentlich nur noch eine Merkhilfe, dass ich eben nichts vergesse oder eben auch gewisse Standards hinterlegen, zum Beispiel an welchen Positionen Pfeile hinterlegt werden in Pixelangaben zum Beispiel. Ich könnte mir sowas auf Dauer nie merken, deswegen habe ich es mir einfach mit entsprechend hinterlegt. Wenn die Vorlage entsprechend angelegt ist, dann können wir die auch natürlich gleich nutzen, indem wir mal ein neues Projekt anlegen. Wir nehmen ein neues Projekt an. Ich möchte ein Video erstellen zum Thema OEE, die Gesamtanlageneffektivität, und das soll eben im Mai entsprechend erscheinen. Das ist so mein Standard für den Titel für ein solches Projekt. Gehe ich auf Weiter, dann kann ich eben jetzt hier meine entsprechende Vorlage einfach auswählen. Und wir sehen hier die Beschreibung. Jetzt kommt eben genau dieser Aufgabenschritt, den ich hatte, eben mit Projekt, Daten und Erscheinungsdatum pflegen. Das kann ich jetzt zum Beispiel auf in Bearbeitung setzen. Ich gehe hier rein, weil ich eben sage, ich möchte mir dafür zum Beispiel 6 Stunden Budget gönnen und die Deadline, wenn es am 15. erscheinen soll, fange ich eben jetzt an und soll vielleicht mit, bis alles fertig ist, bis zum 19. Damit hätte ich zum Beispiel meine erste Aufgabe bereits abgeschlossen und ich könnte mir jetzt Gedanken machen eben für mein Video Storyboard. Das sind solche Vorlagen, dass man eben sich wirklich Schritt für Schritt eben durch seine Projekte durchhangeln kann. Das könnte natürlich jetzt in einem Handwerksbetrieb genauso gut sein. Anfrage bearbeiten, Angebot erstellen, Angebot versenden, Angebot nachhalten, Auftrag akquirieren, Bestellungen auslösen, Auftrag terminieren und ähnliches. Das wären dann eben genau solche Aufgaben. Und da könnte man auch entsprechend hinterlegen in Checklisten, was ist denn eigentlich in diesen Aufgaben dann wirklich Schritt für Schritt alles zu tun. Arbeitszeiten kann man natürlich auch entsprechend buchen auf die Aufgaben, indem ich jetzt hierher gehe und zum Beispiel einfach den Tracker starte und damit zählen die Sekunden hoch, die ich eben als Arbeitszeit auf diese Aufgabe eben verwende. Habe ich die Aufgabe abgeschlossen oder mache was anderes, dann beende ich einfach diesen Tracker wieder und die Zeiten sind eben auf diese Aufgabe gebucht. Ich könnte mir das noch mit anschauen, indem ich hier in die Zeiten reingehe, dann sehe ich eben, jawohl, 10 Sekunden, die ich gerade eben gedrückt habe, sind entsprechend hier gebucht worden. Buchen Sie jetzt die angefallene Arbeitszeit auf die Projekte und Aufgaben, indem Sie den Tracker aus A-Work mit nutzen. Ich kann Ihnen aber gleich sagen,
und dass das zwar ein super Start ist, aber die gebuchten Zeiten mehr oder weniger ungenau sein werden. Einfach deswegen, weil Mitarbeiter am Anfang vergessen, den Tracker zu starten oder zu stoppen oder ständig bei ihren Aufgaben unterbrochen werden und dann immer von Aufgabe zu Aufgabe hüpfen und man gerade mit dem Tracker ein- und ausschalten nachkommt. Mir persönlich geht es genauso, ich bin mehr von der vergesslichen Seite. Ich vergesse einfach mal diesen Tracker anzumachen oder auszumachen. Wenn Sie zum Beispiel vom Telefon unterbrochen werden, dann bleibt eben der Bildschirm irgendwie halt offen und dieser Tracker läuft noch, obwohl Sie eigentlich in einer ganz anderen Kundensache telefonieren oder ähnliches. Oder auch alle sonstigen kleinteiligen Aufgaben und Projekte, wenn Sie die in A-Work angelegt haben oder eben angelegt werden sollen. Gerade die Kleinteiligkeit und die Zerfaserung auf diverse Medien ist ja der größte Killer für Process Mining im Kleinunternehmen. Jeder macht halt alles. Ja, jeder ist für alles zuständig. Es gibt bei 5 Mitarbeitern im Büro eines Handwerkers eben keinen Vollzeit-Controller, keinen Vollzeit-Einkäufer, keinen Vollzeit-Disponenten, keinen Vollzeit-Vertriebler und ähnliches, sondern alle helfen sich gegenseitig, die anfallenden Aufgaben Tag für Tag abzuarbeiten. Jeder übernimmt dann wirklich für 5 bis 50 Minuten, sage ich mal, immer die jeweilige Rolle, die es eben gerade braucht und arbeitet eben danach auch wieder an einer anderen Rolle, an einer anderen Aufgabe. Und genau diese vielen wechselnden Aufgaben bekommen Sie mit MemTime dann wirklich erfasst und zugeordnet. MemTime ist eine Zeiterfassungssoftware, die datenschutzkonform die Tätigkeiten am Computer erfasst und Sie können diese dann auf die Aufgaben und Projekte in A-Work buchen. Datenschutzkonform bedeutet, dass nur der jeweilige Mitarbeiter selbst Zugriff auf diese Daten und diese Zeitstempel hat. Der Chef selbst sieht erst einmal gar nichts, selbst wenn er wollte, es geht nicht, es ist auch keine Cloud-Software oder sonst irgendwas, sondern es ist lokal auf den Rechner installiert, damit er wirklich mit dem Datenschutz nichts schief geht. Nur die Zuordnung zu Aufgaben in A-Work wird dann eben transparent, dass man eben sieht, wie viel Zeit ist auf die jeweiligen Aufgaben oder Projekte wirklich gelaufen. Durch den einstellbaren Zoom können Sie dann auch kleinteilig oder gröber anfangen, Zeiten auf Aufgaben zu buchen. Und wenn ständig keine Aufgaben gibt, auf die Sie buchen können, wird klar, dass hier Prozesse, Workflows und Vorlagen in A-Work fühlen. Dass man übrigens dafür einen Prozess modelliert und dann auch als Workflow in A-Work aufsetzen kann, habe ich hier nochmal beschrieben. Da können Sie mal gucken auch, wie man genau in Adonis einen Prozess modelliert und in A-Work als Vorlage umsetzt. Aber jetzt nochmal in MemTime, damit ich Ihnen dieses Zusammenspiel nochmal genau zeigen kann. Wie kann jetzt Process Mining gemeinsam mit A-Work und mit MemTime funktionieren? Wir sind jetzt hier in MemTime, Sie sehen es mal im Bildschirm und da gibt es jetzt hier als Erinnerungshilfe die gemessenen Zeiten. Das ist also eine Auflistung, welche Bildschirme oder welche Programme auf meinem PC so den Tag über aufgerufen worden sind. Man kann hier einen Zoom einstellen, das heißt, man kann es etwas grob nehmen, zum Beispiel alle 15 Minuten Blöcke. Man kann es sich auch auf sehr fein einstellen, dass man eben sagt, man möchte genau die Minutenblöcke sehen. Dann ist es eben sehr, sehr kleingranular, was da eben entsprechend passiert ist. Für mich sind 5 Minutenblöcke ganz okay, denn damit kriegt man einen schönen Überblick eigentlich, was man so danach gemacht hat und wie oft man auch irgendwo gesprungen ist. MemTime ist vollkommen datenschutzkonform, kommt aus Deutschland, ist also ein deutsches Unternehmen, die Programmierer, die dahinter stecken und alles, was Sie hier sehen, quasi, das ist nur lokal auf den Rechnern. Auch wenn Sie MemTime in Ihrem Team einsetzen würden, würde das nur der jeweilige Mitarbeiter sehen, was er an seinem PC gemacht hat. Es gibt keine Synchronisation oder sowas oder keine Chefübersicht. Das bleibt also alles sehr privat. Und wie macht man jetzt Process Mining gemeinsam mit diesem MemTime? Naja, man kann sich jetzt einfach anschauen, was ist denn so der Reihe nach alles passiert. Und wie kann man seine Zeiten entsprechend seinem 5-Minuten-Raster auf die Aufgaben buchen? Naja, das geht relativ einfach. Man geht einfach hierher und macht einen entsprechenden Zeiteintrag. Zum Beispiel habe ich jetzt hier Buchhaltung mitgemacht. Das war nur für mich eine private Aufgabe. Und danach habe ich mich zum Beispiel um LinkedIn um meinen Netzwerkaufbau gekümmert. Da kann man sich den Blog ziehen einfach und findet dann eben zum Beispiel LinkedIn, Netzwerk auf LinkedIn aufbauen. Das sind meine Aufgaben, die ich eben entsprechend darauf buche. Hier haben wir wiederum zum Beispiel Buchhaltung. Und danach habe ich eine Nebenkostenabrechnung entsprechend erstellt. Jetzt kann man schauen, ob ich dazu schon irgendwie was gefunden habe. Und jetzt kommen wir nämlich genau in diesen Bereich rein für das Process Mining. Nebenkosten finde ich jetzt keine Treffer. Was könnte man jetzt tun, damit man eben das gut zubuchen kann? Und genau hier kommt eben dieses Herausfinden der Tätigkeiten und der Prozesse zum Tragen.
wie bekomme ich jetzt die ganzen Aufgaben, die ich hier gemacht habe, entsprechend in mein Memtime. Und hier kommt genau dieser Prozess des Process Mining, das Erkennen von verschiedenen Aufgaben und Prozessschritten einfach zum Tragen. Ich gehe jetzt hier rein in mein AWORK und lege mir zum Beispiel eine Aufgabe an mit Nebenkostenrechnung erstellen. 2024. Speichern. Damit habe ich meine Aufgabe erstellt. Ist erstmal noch eine private Aufgabe. Sie ist noch keinem Projekt zugeordnet. Um jetzt diese Aufgabe in Memtime zu sehen, wird schnell synchronisiert. Und ich kann jetzt hier unten meine entsprechende Aufgabenzeiten buchen. Sie sehen hier private Aufgaben, Nebenkostenabrechnung erstellen, speichern. So, und damit habe ich jetzt die Aufgabe drin. Und wir sehen in AWORK die entsprechend gebuchte Zeit, die drauf angefallen ist. Wie kann ich jetzt diese private Aufgabe jetzt vielleicht noch zuordnen zu einem Projekt oder zu regelmäßigen Tätigkeiten? Das geht relativ einfach, indem ich auf Bearbeiten gehe, diese Aufgabe jetzt zum Beispiel einem Projekt zuordne. In diesem Fall wäre es Hausverwaltung Schröder, speichern. Und damit habe ich jetzt diese Aufgabe von den privaten Aufgaben in hier mein entsprechendes Projekt gebucht und sehe auch im Projekt die angefallenen Zeiten. Zum Beispiel habe ich schon mal die Abrechnung vorbereitet und jetzt habe ich eben die Abrechnung durchgeführt. Auf diese Weise können Sie es den ganzen Tag sich durchschauen. Zum Beispiel habe ich mich hiermit beschäftigt, wie man eine Festplatte umstellt auf eine neue Bootmethode. Da findet man eben jetzt nichts. Das heißt, ich müsste meine Aufgabe anlegen. Zurück in AWORK. Neue Aufgabe. Das wäre jetzt einfach eine interne Aufgabe. Synchronisieren. Und die Zeiten buchen. Und so bekomme ich letztendlich alle auch meine Aufgaben über den Tag zugeordnet zu Aufgaben und kann dann von dort aus die Aufgaben Projekten zuordnen oder wenn es noch keine Projekte gibt, eben die entsprechenden Projekte auch anlegen. Das ist eine relativ einfache und Low-Budget-Lösung für Process Mining, was auch in Teams funktioniert, also in größeren Mitarbeitergruppen zum Beispiel, um zu sehen, was passiert denn da eigentlich. Alle Links für Memtime und AWORK und das Zusammenspiel finden Sie natürlich auch unten wieder in der Videobeschreibung. Durch das Fehlen von zubuchbaren Aufgaben in Memtime finden Sie fehlende Workflows in AWORK. Und fehlende Workflows in AWORK designen Sie als Prozesse in Adonis. Zum Beispiel, es gibt auch andere Suiten, aber das ist eben das, was halt ich nutze und deswegen ganz gut kenne. So wird ein rundes Bild draus und mit den Zeitanalysen in AWORK haben Sie auch das Handwerkszeug für eine echte Prozessoptimierung. Und Sie decken eben damit, genauso wie beim Process Mining, durch das Fehlen von zubuchbaren Aufgaben tatsächlich Lücken in Ihren Prozessen und in den Aufgaben auf. Und genau nichts anderes macht ja Process Mining. Das Zusammenspiel von Adonis und vor allem AWORK mit Memtime schafft für kleine Unternehmen, Büroprozesse zu identifizieren und zu optimieren. Das ist nichts anderes, wie gesagt, als Process Mining im Low-Budget-Bereich, aber mit wirklich professionellen Ergebnissen. Also wenn Sie keine Hunderttausende von Euros und keine Voraussetzungen wie ich muss erstmal SAP einführen, sondern wenn Sie eine einzige Stunde Arbeitszeit im Monat pro Mitarbeiter einsparen und weniger verdatteln, dann haben Sie die Tools AWORK und Memtime mit Ihren Lizenzkosten ja schon gelohnt. Und damit sehen Sie auch wirklich durch dieses Zubuchen von den Aufgaben, wo sind denn echt die Lücken und wie können wir auch unsere Prozesse entsprechend optimieren. Probieren Sie es doch mal aus. Die Links finden Sie natürlich unten in der Videobeschreibung. Und für AWORK und Memtime gibt es das erste Mal Testzeiträume, mit denen Sie diese Tools auch mal einfach anschauen können, ausprobieren können. Und falls Sie Fragen haben oder meine Idee in dem Team umsetzen wollen, kommen Sie gerne auf mich zu. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.